Bezahlbarer Wohnraum ist möglich. Hinter der Wohnungskrise steckt das Kapital. Konferenz in Frankfurt am Main. Titel und Untertitel unserer Konferenz: Bezahlbarer Wohnraum ist möglich. Und Untertitel: Hinter der Wohnungskrise steckt das Kapital. Wir haben uns bewusst für diese beiden Aussagen entschieden, die zuerst mal oder einerseits total banal klingen, aber andererseits dann irgendwie auch einfach stimmen, wenn man sich das nochmal überlegt. Und die Politik weiß, wie es gehen kann, wie es gehen müsste. Also bezahlbarer Wohnraum ist möglich. Die Instrumente sind bekannt. Sie wurden ausprobiert, zum Beispiel in Berlin. Das hat funktioniert. Da nutzt es sehr, sehr wenig, wenn wir immer nur fordern, das Recht auf Wohnen, wie wichtig das ist, aber wenn es keine Umsetzung, keine Regulierung und keine Praxis gibt. Darüber wollen wir heute und morgen auch eben sprechen. Und da freuen wir uns sehr, dass es uns gelungen ist, über 40 Expertinnen, Referentinnen, Praktikerinnen zu gewinnen, die gemeinsam das mit uns hier heute diskutieren. Wie wir alle wissen, ist ja gerade das Thema Wohnraum, Wohnen, bezahlbares Wohnen auch bundespolitisch wieder ein großes Thema mit dem Gebäudeenergiegesetz der Ampel, was auf der einen Seite ein etwas neoliberal-grüner Vorschlag ist und auf der anderen Seite quasi rechte Kräfte, die dazu eine gewisse Gegenmacht entwickeln konnten. Freue ich mich darauf, besonders zu diesem Thema mit Ihnen, mit euch ins Gespräch zu kommen, wie linke und sozialistische Alternativen zu diesen beiden Polen aussehen können. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Austausch. Elisabeth hat gesagt, gemeinsam Gegenmacht aufbauen bei der Frage im Kampf für bezahlbaren Wohnraum. Und das ist auch in Hessen, in einem Flächenland, sehr, sehr dringend nötig. Die Wohnungskrise in Hessen, die ist veritabel, die macht uns in diesem Lande schwer zu schaffen. Obwohl es ein Flächenland ist, leben mehr als die Hälfte aller Haushalte zur Miete. Die Angebotsmieten sind seit 2014 um 33% angestiegen. Das ist weit, weit über der Entwicklung des Verbraucherpreisindex. In Frankfurt liegt die durchschnittliche Angebotsmiete bei sage und schreibe 14 Euro. Aber auch im Bestand sind die Mieten in den letzten Jahren in Hessen um fast 25% gestiegen. Und im Rhein-Main-Gebiet müssen Menschen, die von Armut betroffen sind, um die 45% ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Das heißt, in Hessen pressen die Mieten das Einkommen auf. Und wenn schon Leute mit einem durchschnittlichen Einkommen sich im Rhein-Main-Gebiet keine bezahlbare Wohnung mehr leisten können, dann sieht es für Geringverdienende und für benachteiligte Gruppen erst richtig düster aus. Und während die einen verzweifelt eine bezahlbare Wohnung suchen, verdienen sich, Stefan hat es angesprochen, Immobilienkonzerne und Investoren eine ganz goldene Nase. Dass mancher bauen, 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 das auch im Landtag bei allen anderen Parteien verbreitet ist, das führt in Hessen dazu, dass vor allem hochpreisig und profitträchtig gebaut wird. Wir jedenfalls als Hessische Linke, und das war der Grund, warum wir gemeinsam auch mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung diese Konferenz ausgerichtet haben oder jetzt ausrichten, wir wollen uns mit diesen Zuständen nicht abfinden. Wir wollen den milliardenschweren Interessen, das muss man ja auch gerade hier in Frankfurt am Main so sagen, der Immobilienkonzerne und der Investoren, aber auch einer in Hessen herrschenden Regierungspolitik, die es sich mit diesen, Zitat, Playern, so nennt das die grüne wohnungspolitische Sprecherin im Landtag, also die es mit diesen milliardenschweren Interessen nicht verderben will, den wollen wir gemeinsam mit Bewegungen, mit Verbänden, mit Gewerkschaften, mit Initiativen unser Verständnis von Wohnen als Menschenrecht entgegensetzen. Jeder zweite Mieter in Frankfurt hat einen Anspruch auf eine Sozialwohnung und zwei Drittel haben Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Über 8000 Menschen leben teilweise seit Jahren in Notunterkünften, darunter auch Familien mit mehr als 1000 Schulkinder. Und Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit sind in einer reichen Stadt wie in Frankfurt leider zu trauriger Realität geworden. Ganz selten dürfen wir uns damit beschäftigen, dass der Staat eine dritte Option hat. Er kann nämlich Dinge bereitstellen, die ihm gehören. So, und diese Perspektive der Bereitstellung, vor allem von Grundstücken und Wohnungen, die wollen wir als Prinzip der Infrastruktur, sozialen Infrastruktur denken. Die Perspektive von sozialen Infrastruktur, also
Sozialpolitik als soziale Infrastruktur denken, reflektiert ist der Punkt, dass wir diese Vollerwerbsarbeitssituation immer weniger haben werden. Das heißt also, wenn Sozialleistungen vor allen Dingen aus langfristig auf Erwerbsarbeit basieren, dann werden immer mehr Leute unter den Tisch fallen. Und das umzukehren, ist eine Idee von diesem Konzept, um zu sagen, lasst uns doch die wirklich elementaren Leistungen, die alle brauchen, einfach pauschal bereitstellen. Insofern die Einladung, wenn wir über das Wohnen nachdenken, nach strategischen Optionen suchen, immer mal den Begriff soziale Infrastruktur ventilieren und überlegen, ob das ein Weg ist, wie wir dauerhaft transformative Wege finden, weil wenn Wohnen als Infrastruktur organisiert ist, möglichst weiten Teilen des Wohnungsbestandes, dann kann man auch diese vorher von mir skizzierten Umverteilungsfragen anders angehen als im Moment. Wenn man jetzt die öffentlichen Gebäude, allein in Wiesbaden, die städtischen Gebäude, alle irgendwie energetisch, allein nur energetisch sanieren würde, das sind nicht stemmbare Summen für eine sehr reiche Landeshauptstadt. Also es ist klar, dass die sehr reiche Landeshauptstadt Wiesbaden das nicht aus eigenen Mitteln schaffen wird. Und das ist eine sehr reiche Kommune. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, wir müssen, glaube ich, bei diesen ganzen Maßnahmen immer auch die Verteilungsfrage mitstellen. Nicht nur, wir brauchen sozialen Ausgleich bei den konkreten Maßnahmen, sondern finanziert wird die Wärmewende, genau wie die Energiewende, über eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Hintergrund ist so ein bisschen, als Bündnis Mietenwahnsinn Hessen überlegen wir halt zusätzlich zu dieser Weiterentwicklung der Bundesprogramme halt auch nochmal ein konkretes Landesförderprogramm zu fordern. Und deshalb, sage ich mal, würde uns halt vor allem diese, wie kann so ein Förderprogramm halt aussehen. Wie absurd und pervers immer der Umgang mit Räumung ist, also ne, und mit Besetzung. Da nur ein paar hundert Meter da drüben ist das alte ehemalige IWI-Gebäude, das Institut für Vergleichende Irrelevanz. Ist vor 20 Jahren besetzt worden, haben Leute gewohnt, das war ein wichtiges kulturelles, autonomes Zentrum. Ist vor 10 Jahren dann von der Uni verkauft worden an einen Investor, der das eigentlich quasi nur genutzt, um das dann wieder zu räumen, zu schließen, kaputt zu machen. Das steht seit 10 Jahren leer. Das ist einfach so, das ist halt das eigentliche Verbrechen daran. Das ist einfach so absurder Mist. Was mich noch interessieren würde, ob ihr noch, also vielleicht war im Juli, aber auch andere, quasi wie wir nochmal stärker nochmal von dem Moment ist, von oben Dinge, staatliche, für die da unten auf irgendeine Art und Weise zu erarbeiten kommen, auf eine Perspektive, wo man eher von unten autonome Aktionen gemeinsam mit gerade vulnerablen Gruppen zusammen irgendwie was zu reißen, was halt ja, wie du auch schon gesagt hast, zum Teil echt schwierig ist, gerade was dann, wenn Leute keine Papiere haben, eben gucken muss, was können Leute machen. Wenn Leute traumatisiert sind, können die manche Sachen nicht machen. Und wie kann es da gelingen, das da irgendwie stärker Bündnisse zu schließen? Wir haben einen Gesetzesentwurf eingebracht als Landtagsfraktion zur Sicherstellung von ungenutzten Wohnraum zur Unterbringung von Asylsuchenden, Geflüchteten und Obdachlosen. Motiviert von dieser ganzen Debatte, die es gerade in Hessen auch so gibt, um Unterbringungsnotstand jetzt mit dem gestiegenen Zuzug. Und hatten dann in der Anhörung, in der mündlichen Anhörung, einen Juraprofessor von der EBS, was ja so eine wirtschaftsliberale Hochschule eigentlich ist, der gesagt hat, die Frage rund um die Natur von Eigentum, also wenn man sich das Grundgesetz anguckt und schaut, wie ist Eigentum angelegt, die ist seit den 80er Jahren dahingehend geklärt, als das Eigentum eigentlich demokratisiert wurde durch einen Bundesverfassungsgerichtsbeschluss. Und er hat gesagt, das ist eigentlich Aufgabe der Parlamente, zu bestimmen, wo sind die Schranken von Eigentum. Also es ist eine sogenannte Inhalts- und Schrankenbeschränkung, die da vorliegt. Und dahingehend ist es eigentlich auch die Aufgabe von Parlamenten und gewählten Abgeordneten, zu sagen, wann, wie macht man die Abmessung zwischen der sozialen Natur, die Eigentum zu inne ist, und dem privaten Verständnis, also den Rechten am Eigentum der Eigentümer. Und das ist, es war faszinierend zu sehen, wie das einfach, obwohl das ein Bundesverfassungsgerichtsurteil war und juristisch absolut unstrittig ist, das sind wirklich die Münder runtergeklappt von allen außer unserer Fraktion, weil es einfach der gängigen Bedeutung von Eigentum, die sowohl jetzt auch im politischen Raum als auch einfach laienhaft da draußen unterwegs ist, so zuwiderläuft. Es hat tatsächlich eigentlich eine gesetzliche Mietpreisregulierung gegeben bis Mitte der 60er Jahre.
galt hier im ganzen Land. Also die Tatsache, dass wir heute denken, Mieten bilden sich am Markt ab und man muss das mühevoll mit Mietpreisbremsen so ein bisschen eindämmen, aber eigentlich regelt das der Markt, ist eigentlich keine selbstverständliche Annahme. Es war tatsächlich mal anders. Es ist in der Weimarer Republik schon die sogenannte Friedensmiete eingeführt worden und das hat mit Ausnahmen für dass die Mieten, also eigentlich so eine Art Mietenstopp. Und nur durch bestimmte Ausnahmen wurde das dann immer wieder verändert und angepasst. Und es gab also eigentlich eine gesetzliche Regulierung von Mieten, ohne ins Detail zu gehen. Das war eines der ersten erfolgreichen Lobbyversuche, des erfolgreichen Lobbyierens der privaten Eigentümer, also insbesondere von Haus und Grund Mitte der 60er Jahre, dass sie es geschafft haben, diese Mietpreisregulierung abzuschaffen. Das war damals hoch umkämpft, dass so eine Mietpreisregulierung abgeschafft wurde. Und es gab dann Ausnahmen für die großen Städte, also in München, in Hamburg hat es bis Mitte der 70er Jahre eine Mietpreisregulierung gegeben und in Berlin Mitte der 80er Jahre. Und als die gefallen ist, war das ein großer Widerstandspunkt der Berliner MieterInnenbewegung. Das will ich vorab sagen. Und was ich damit natürlich sagen will, dass es nicht ungewöhnlich ist, den Versuch zu machen, Mietpreise per Gesetz zu regeln. Und das eine Argument, und das ist ja bei Konservativen immer das Wichtigste, haben wir früher auch schon mal so gemacht. Das andere Argument ist, dass Wohnen eben keine Ware ist, sondern ein Menschenrecht und ein guter Daseinsvorsorge. Und das rechtfertigt, dass es hier eine Marktpreisregulierung gibt, wie auch bei anderen Gütern der Daseinsvorsorge. This new political left group that in Barcelona it's called Barcelona en Comú, how come did we arrive to one of the biggest Mediterranean cities? One of the main reasons was the failure of the public housing system. Very involved was this Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Maybe you know, it's a platform of people affected by mortgage crisis. Once, no, like we were related, no, involved in social movements criticizing this housing situation, and suddenly we were responsible to fix it. While from the left, we are trying to do this good management of things, trying to work a lot. We sometimes forgot to propose, to promote desires, dreams, and being a tenant in Spain, it's not a dream. So we have been fighting so much for tenants' rights, and we need to do it. But people in Spain, they don't want to be a tenant. They want to be homeowners and to have their own private swimming pool. This is a picture of Catalonia. We have a private swimming pool for every 40 persons or people in a country, not like yours that rains non-stop raining, a country where it doesn't rain. This is their dream, and it's not a genetic dream. It's a dream that has been provoked by the right. Barcelona was our impulse to go into politics, to kind of be, to envision a future or a politics that could accommodate us and our political desires and our dreams. It's once we got into power, even though we researched and we knew a lot about the way municipalities function, to get into this system that was created as a structure to work against your ideas, to come into it and to try and work with it is a task in itself. What we did in this time, as I was a commissioner, so to say, is to forbid city to sell any of its apartment to make it into a bylaw of the city. Als ich 2018 zum ersten Mal über dieses damals noch Volksbegehren gesprochen habe, war irgendwie von diesem Wort Enteignung so irritiert, dass ich auch dachte, das kann gar nichts werden. Für den Volksentscheid haben über 1 Million Berlinerinnen gestimmt. Das sind zusammen mehr als SPD, Grüne und Linke bei dieser Wahl bekommen haben. Konzerne wie Deutsche Wohnen oder Vonovia, die schaffen keinen Wohnraum. Unterm Strich vernichten sie bezahlbaren Wohnraum. Die Ampel ist ein Totalausfall im Bereich des Mieterschutzes. Das haben wir, finde ich, gerade auch sehr aktuell gesehen.
dann der Frage der Wärmewende und des Gebäudeenergiegesetzes, wo ja die Frage der Mieterinnen und Mieter einfach eigentlich nicht vorkommt. Ja, wo wir ja gefordert haben, die Modernisierungsumlage muss abgeschafft werden, die Mieterinnen und Mieter müssen geschützt werden. Meine Sorge ist, um das noch auszusprechen, dass wir gerade eine Zuspitzung von Verteilungskämpfen innerhalb der Klasse erleben, sage ich mal. Ja, die Menschen fühlen sich in Konkurrenz zueinander gesetzt durch den Mangel an Wohnraum. Aber natürlich wissen wir, das Problem sind nicht Geflüchtete, das Problem sind nicht Menschen, die einwandern. Das Problem ist der Wohnungsmarkt, das Problem sind diese Strukturen, die wir haben. Und ich finde es total zentral, auch an dieser Stelle deutlich zu machen, es geht hier um eine Klassenfrage. Die meisten kennen die Wohnungssituation in Hessen, vor allem in Frankfurt, ist ja bundesweit bekannt als Hotspot der Wohnungskrise, Frankfurt-Rhein-Main. Seit vielen, vielen Jahren. In den letzten Jahren konnten wir aber beobachten, dass es eben auch die Städte, die kleineren Städte zum Teil auch in Mittel- und Nordhessen trifft, dass dort die Mieten auch rasant ansteigen, dass auch die Umlandgemeinden der großen Städte stark betroffen sind und dass auch im ländlichen Raum in Hessen bezahlbarer, bedarfsgerechter Wohnraum absolute Mangelware ist. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat es zum Anlass genommen, einen Studienauftrag zu geben, die jetzt seit dieser Woche vorliegt. Schöner Wohnen in Hessen. Eine Bestandsaufnahme der Wohnungskrise in Hessen und Vorschläge zu ihrer Bewältigung. Es ist jetzt erstmal wenig überraschend, dass in Frankfurt die Mieten am höchsten sind, mit 14 Euro pro Quadratmeter, und danach kommt dann Darmstadt, Hochtaunuskreis und der Main-Taunus-Kreis mit jeweils um die 11,60 Euro. Danach kommen dann Offenbach und Wiesbaden mit knapp unter 11 Euro. In Hessen wohnen 55% der Haushalte zur Miete. Eine wichtige Kennziffer hier ist die Mietbelastungsquote. Zeigt an, wie viele Haushalte mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben mussten. Und man sieht eben, dass der Anteil dieser Haushalte innerhalb von 12 Jahren sich in Darmstadt fast verdoppelt hat, was alles unter geförderten Wohnungsbau in Hessen fällt. Beispielsweise wird auch studentisches Wohnen gefördert und macht etwas mehr als ein Drittel von allen Fertigstellungen aus. Und da liegen aber die Quadratmeterpreise durchschnittlich bei 11,50 Euro den Quadratmeter. Jetzt aus gewerkschaftlicher Sicht ist vor allem, denke ich mal, oder zentral, sage ich mal, halt viele Beschäftigte können sich halt eigentlich eine Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes nicht mehr leisten. Und da möchte ich vor allem auch noch eine Gruppe in den Blick nehmen, die bisher noch nicht so zur Sprache kam, das sind die Auszubildenden. Für diese ist es nahezu unmöglich, halt ein Apartment in der Nähe ihres Ausbildungsplatzes zu finden. Da haben wir als DGB die Forderung, wir setzen uns dafür ein, dass halt analog zu Studierendenwerken Auszubildendenwerke geschaffen werden, weil diese im Prinzip als Träger dann auftreten können, um halt auch Apartments für Auszubildende zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen gute, tariflich bezahlte, mitbestimmte Beschäftigung, sowohl im Baubereich als auch in der Wohnungswirtschaft. Und wir brauchen auch eine Personalaufstockung in den Planungs-, Genehmigungs- und Baubehörden, weil ohne das wird es halt auch eine radikale Umkehr in der Wohnungspolitik, so wie wir sie fordern, nicht geben können. Wir können die Modernisierungsumlage auf Landesebene nicht abschaffen, also dass diese Kosten umgelegt werden. Aber was wir natürlich machen können, ist, die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft finanziell mit Förderprogrammen oder auch strukturell so in die Lage zu versetzen und einen entsprechenden politischen Druck aufzubauen, dass diese Modernisierungen nicht umgelegt werden. Energetische Sanierung ja, aber am Ende nur warmmietenneutral. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ganz selbstbewusst sagen, wir brauchen eine Mietenbegrenzung vor allen Dingen im Bestand. Und deswegen brauchen wir einen Mietenstopp und einen bundesweiten Mietendeckel. Und ich weiß, dass diese Forderung ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber ich finde, wir sollten die heutige Tagung zum Anlass nehmen, um sie wieder aufzufrischen. Denn ohne einen bundesweiten Mietenstopp und einen atmenden Mietendeckel, der natürlich in Frankfurt ein anderer sein muss als in Hinterhermsdorf, das ist ja völlig klar, kommen wir hier nicht weiter. Ansonsten ist es einfach eine absolut explosive Mischung, auf der wir sitzen, dass die Mieten und die Wohnungen irgendwann nicht mehr leistbar sind. Die Überlegung, eben was Langfristiges zu schaffen, was irgendwie sicher ist, was nicht immer als so eine Zwischenphase, also auch das finde ich immer spannend bei mir ist, ich wohne in einer WG und überhaupt dieses sich zu überlegen, dass WG nicht unbedingt quasi ein Zwischenmodell fürs Studium sein muss, sondern irgendwie auch so was Langfristiges, wo man sich irgendwie auch Sorgearbeit teilt und irgendwie eben so gemeinschaftlich leben möchte. Dafür versucht eben die Genossenschaft Raum zu schaffen, und gleichzeitig ist
natürlich trotzdem durch dieses Selbstorganisierte fallen natürlich auch Aufgaben und Arbeit an, die man in einem normalen Mietverhältnis nicht unbedingt hätte. Da ist eben dann doch viel einfach auf ehrenamtlicher Basis, also bei uns sind einfach extrem viele Frauen, die in ihrer Rente extrem viel Zeit für die Genossenschaft aufwenden. Feministisches Wohnen ist ja auch einfach ein sich, also ein vernetztes Wohnen, sich vernetzen, Infrastrukturen schaffen, gemeinsam Care, Sorgearbeit tragen können. Und das finde ich nämlich genau auch den krassen Unterschied. Ja? Also wir sehen das in den Unterkünften, dass das auch stattfindet, dass dort auch Frauen sich vernetzen, um Sorgearbeit gemeinsam zu teilen. Aber sie machen es ja völlig fremdbestimmt. Ja. Sie suchen es sich eben nicht aus, sie können sich nicht aussuchen, mit wem sie zusammen wohnen, sondern sie werden zugewiesen, sie werden auch immer mal wieder umverlegt und dann werden genau solche Netzwerke auch auseinandergerissen. Also gerade hat man sich organisiert für die Kinderbetreuung und plötzlich wird die eine in eine Unterkunft, die andere in eine andere Unterkunft verlegt. Und ich finde, genau das ist dann der Riesenunterschied an diesen selbstbestimmten Projekten, wo eben genau solche Infrastrukturen dann auch bewusst gedacht sind. Und es geht auch darum, sich mit dem Bauen von links, wenn man so will, nochmal zu beschäftigen und da einfach gute Antworten zu geben. Es gibt auch Initiative Neuer Kommunaler Wohnungsbau in Berlin und andere, die sich da seit vielen Jahren auch viele Gedanken drum machen. Und wir schlagen da jetzt nochmal einen Systemwechsel vor, der bedeutet finanzieren statt fördern. Es geht also darum zu sagen, also man könnte kontrovers jetzt sagen, wir wollen die Wohnungsbauförderung abschaffen. Statten wir die kommunalen Unternehmen in Berlin, die natürlich jetzt auch in Berlin eine relativ große Marktmacht haben, also 20% des Wohnungsbestandes halten, die statten wir direkt mit Eigenkapital aus. Und zwar rechnet sich bei allen kommunalen Wohnungsunternehmen der Wohnungsneubau ja auch danach aus, was die an Mieten wiederum einnehmen. Und man muss das im Grunde genommen ein Stück weit voneinander trennen, dass sich also der Bestand für sich genommen rechnet und dass sich der Neubau auch so ein bisschen von sich genommen rechnet. Auch solche kommunalen Unternehmen, da sind die Wohnungen am Ende kommunal, aber die ganze Projektentwicklung, jeder einzelne Schritt, bis so eine Wohnung am Ende steht, ist eigentlich privat organisiert. Und deswegen sagen wir, in einem ersten Schritt gründen die einen kommunalen Projektentwickler, der also die Bau- und Planungsleistungen übernimmt und nach eben auch andere Gewerke. Also was neben irgendwie Türgesprächen gemacht wird, ist wirklich irgendwie dahin zu gehen, wo die Leute sind, um die Probleme einzufangen und mit den Leuten zu sprechen. Und eine Methode, die ich sehr spannend finde und kennengelernt habe, heißt Porteur de Parole, wo ein Thema, eine Frage ausgesucht wird. Hier ist es bei mir zu Hause, ist es eine Katastrophe, was kann ich machen? Die so ein bisschen provokant ist, die auf ein großes Schild geschrieben wird. Man stellt sich auf einen öffentlichen Platz, um dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und dann die Antworten auf so ganz bunten Plakaten aufzuschreiben. Und auch dieses Visuelle, das zieht Leute einfach an und das klappt total gut. Wenn ich von hier aus nach Frankreich gucke, habe ich immer das Gefühl, dass die Franzosen viel häufiger demonstrieren und viel schneller auf die Straße gehen. Hat sich das da auch bemerkbar gemacht, dass bei dem Organizing da mehr Zuspruch war als in Frankfurter oder in deutschen, bei deutschen Aktivitäten von dir? Ich habe vorher Erfahrungen hier in Frankfurt-Rödelheim gesammelt und ich glaube, da jetzt irgendwie in Marseille ist die Prekarität auch einfach nochmal sehr viel größer und so der Druck ist höher, auch etwas zu tun. Genau, ich glaube aber trotzdem, also ich verwehre mich immer irgendwie so ein bisschen zu sagen, ja, in Frankreich ist das leichter, die streiken immer mehr und gehen irgendwie mehr auf die Straße. Ich glaube, das ist in Deutschland genauso möglich. Und eben sehr interessant, einfach auch nochmal als eine persönliche Beobachtung, während hier während Covid, Corona, Lockdown eigentlich Bewegungsstruktur zurzeit zusammengebrochen sind. Also bestimmt nicht überall gleichermaßen, gibt auch Gegenbeispiele, aber so generell meine Wahrnehmung, ist total interessant zu hören von euch, dass genau das ein Kontext war, in dem eine Organisation überhaupt aufgelebt oder so sich vergrößert hat. In Leipzig gab es eben auch in den letzten 10 Jahren eine extreme Mietpreisentwicklung und Verdrängungsentwicklung, die die Leute auch so ein bisschen überrascht hat, weil es das vorher einfach nicht gab. Dann sollte daraus bezogen so ein bisschen die soziale Frage in nicht szenetypischen Vierteln auch thematisiert werden können oder gestellt werden. Und Vonovia kaufte dann als weiterer externer Faktor 2017 eben diese Bestände von einer anderen Firma auf, die sie vorher wiederum
so einer Genossenschaft abgekauft hat. Und die wiederum gibt es nur, weil die DDR aufgelöst wurde. Also es gibt Kontinuitäten, aber ich habe das Gefühl, die Geschichte ist immer wieder so ein bisschen ähnlich, wie zum Beispiel, was der Bea auch erzählt hat über den Werdegang von diesen DW- oder Vonovia-Häusern. Genau, und die Technik, ich würde jetzt gar nicht so viel auf Vonovia eingehen, da wurde schon so viel gesagt, aber bei uns ist es noch nicht Modernisierung, sondern da wird einfach die Instandhaltung zurückgehalten. Und das produziert natürlich Unmut bei den einzelnen MieterInnen mit ihrer Wohnung, aber auch für den sozialen Zusammenhalt ist das halt sehr gefährlich. Genau, dann warum jetzt Organizing? Ich habe es so gerade schon ein bisschen erwähnt, das Versprechen ist ja so ein bisschen, dass man so eine Basis hat, auf der man die politische Arbeit ansetzen kann und die möglicherweise wächst und man dann so ein bisschen darüber hinauskommt, dass es irgendwelche juristischen Ansätze gibt oder so kleinteilige Ansätze, die jetzt vielleicht einem Haus helfen, wobei ich das nicht, runterspielen möchte, aber es ging tatsächlich so ein bisschen darauf, wie könnte man auf größerer Basis Druck aufbauen, weil Vonovia in Leipzig eben auch so ein großer Player ist im Neubau und da wird halt verhätschelt vom SPD-Bürgermeister und sowas alles. Das andere wichtige Ding war eben raus aus der Bubble zu kommen und eben diesem Rechtsruck eher so Auseinandersetzung statt Abgrenzung entgegenzuwerfen, weil die Demos dagegen gab es, aber jetzt musste vielleicht irgendwie geguckt werden, dass man da noch praxismäßig irgendwie weiter ansetzen kann. Was ich wirklich nicht mehr hören kann, ist die gleiche Leier der Grünen rauf und runter. Wir dürfen es uns mit unseren Partnern von der Privatbranche nicht vermiesen. Das kann ich wirklich nicht mehr hören, weil das sind die Partner im Wohnungsbau, die Investoren, die Konzerne. Die brauchen wir, um genug Wohnraum zu schaffen. Deswegen dürfen wir uns leider nicht mit denen anlegen. Wir brauchen eben auch Strukturen, wir brauchen Ressourcen, die so eine Wissensproduktion von unten, aber auch nach oben skalieren, also die quasi so einen Wissensfluss von unten, von diesen Alltagserfahrungen, von dem, was auch an Wissens- und Erfahrungsschatz einfach bei den Mieterinnen selbst, bei den Menschen in den Nachbarschaften vorherrscht, dass der eben quasi in auch politische Forderungen, in Studien und so weiter mit einfließt. Wir wissen auch, was zu tun ist. Das wissen nicht nur wir als Wissenschaftlerinnen, sondern das hat vor allem die Bewegung entwickelt, die Antworten, die es auf diese Wohnungskrise gibt. Das Problem liegt meiner Meinung nach eher darin, dass die Politik nicht auf uns hört, also weder auf die Bewegung noch auf die Wissenschaft. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, überhaupt das gemeinsame Verständnis zu entwickeln, dass es eigentlich keine Zielkonflikte gibt. Zielkonflikte sind politisch verursacht und die liegen nicht in der Sache selbst. Nicht die Klimaschutzmaßnahmen sind das Problem, sondern die Verteilung der Kosten für die Maßnahmen oder eben auch die Umsetzung. Wir müssen dahin kommen, dass wieder das, was mal privatisiert wurde, auch von den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, das muss wieder rekommunalisiert werden. Also wirklich dann auch im Konkreten, in der parlamentarischen, alltäglichen Arbeit immer wieder die Eigentumsfrage zu stellen. Das waren ganz intensive, ganz detailreiche, ganz kenntnisreiche Workshops. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr alle hier viele ja hierher gekommen seid. Meine Stichworte, was wir jetzt alles noch an nächsten Projekten, Studien, alles Mögliche hier machen sollen, die ist ziemlich lang. Wir werden das versuchen. Euch allen würde ich jetzt mal von meiner Seite aus nochmal Danke sagen, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit, vielleicht auch in Frankfurt. Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen oder was auch immer an die Linksfraktion habt, meldet euch gerne bei uns, wir sind immer ansprechbar. Eine Konferenz der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, unterstützt von Die Linke-Fraktion im Römer und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen.